Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2. Ja, wir sind ja hier letztes Mal im Königinnental unterwegs gewesen, die ganze Session lang eigentlich, sind jetzt nicht so enorm gut vorangekommen, aber haben doch einiges bestritten, ein paar kleine Geschichten erlebt und so weiter. Und wir werden uns auch dieses Mal weiter dem Königinnental widmen. Allerdings nicht so lange. Ich hatte eigentlich vor, die Karte zu wechseln, habe aber gesehen, dass wir noch Bergarbeiter in Kreiter haben, sprich Erze abbauen wollen, hier in einer Kreiterkarte. Und danach werde ich womöglich die Karte wechseln, damit wir ein wenig Abwechslung bekommen. Und da diese Karte hier ja eh noch ein Weilchen braucht, bis der Abschluss auch komplett ist. Ich muss mal gar kurz gucken, was sich denn da anbieten würde. Oh, wie es scheint, ist der Schatten-Behemoth gerade. Aber den kennen wir ja bereits, also werde ich ihn mal gut sein lassen. Werde ich gerade angegriffen? Nö, nicht ich, so wie es scheint. Aber hier sind eine Menge Banditen unterwegs. Ich wurde schon einmal angegriffen, als ich mich eingeloggt habe. Das war auch schon ziemlich dreist. Wie wäre es denn, wenn wir die Baumgrenzefälle noch etwas erkunden würden? Da sind wir auch nicht mehr weit davon entfernt. Naja, mal sehen, vielleicht bleibe ich auch im Königinnental, denn eigentlich gefällt es mir hier ganz gut. Wir werden sehen, wie sich das hier jetzt so ergibt. Ich werde auf alle Fälle mal weiter ein wenig erkunden, bis ich besagte Erze alle beisammen habe. Oh, hier ist auch gerade ein Event im Gange, da nehmen wir selbstverständlich daran teil, denn nach wie vor ist es Hauptsache, dass wir unsere Level 80 erreichen. Ja? Das ist ja das große Ziel und auch das Ende dieses Let's Plays. Ja, ich sag's mittlerweile öfters, aber ich will auch eben auch, dass alle so ein wenig über meine Pläne informiert sind, dass ich 1 bis 80 spielen werde, das Let's Play dann erstmal beende und mich dann der Story widmen werde. Also keine Sorge, das wird hier weitergehen, aber eben in einer anderen Form, mit einer anderen Motivation, mit einem anderen Ziel. Ja. Also wird es auch weiterhin Guild Wars 2 auf meinem Kanal geben. Da müsst ihr euch also schon mal nicht sorgen. Das ist auch ein wirkliches Ziel von mir. Etwas, was ich gerne möchte, denn Guild Wars gefällt mir nach wie vor sehr gut. Ist ein Spiel, was ich immer wieder gerne spiele. Ja, klar, ich habe momentan eine kleine Pause in Guild Wars. Ich spiele es zurzeit selber nicht so wirklich aktiv. Aber nichtsdestotrotz ist es ein wirklich schönes Spiel, das mir immer noch sehr gefällt und dessen ich mich nicht entbehren möchte. Ja, kann man so sagen. Gut, wir müssen hier diese Banditen davon abhalten, die Kühe und Mitarbeiter des Hofs hier zu erledigen. So wie es scheint, ist das recht gut zu erledigen. Es ist nur noch eine Welle. Oh, Mist, jetzt wurde gerade irgendwas getötet. Ich muss jetzt doch noch ein wenig gucken, dass hier nichts schief geht. Aber voilà, voilà, erledigt. Ist das geschafft, sehr schön. Da drüben ist noch eine Wegmarke, die hole ich mir natürlich auch noch. Die ist auch nicht weit weg. Und dann gucken wir mal, ich habe auch noch kein einziges Erz gesehen. Ah doch, da oben ist eines. Das werde ich auch gleich mal abbauen. Ich möchte diese tägliche so schnell wie möglich erledigt haben, damit wir dann immer noch entscheiden können, ob es weitergehen soll auf eine andere Karte oder ob wir hier bleiben. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt wo ich es mir überlege, ich habe gar keine große Lust, hier jetzt die Karte zu wechseln. Ich denke, ich werde erstmal hier bleiben. Doch, ich denke, das ist eine gute Idee. Ich werde erstmal hier bleiben und die Karte zu Ende erkunden. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Aber es ist bisher ja auch keine Anmerkung gekommen. Kein Wunsch, wonach ich mich richten könnte, was die Karte angeht, die ich erkunden sollte. Also denke ich, ist das so, wie ich es hier mache, in Ordnung. Und das Königinnental scheint auf Zustimmung zu stoßen. So, da haben wir ein Erz. Was haben wir hier eigentlich aufgedeckt? Ist irgendwas zu erkunden hier? Jawohl, eine Sehenswürdigkeit, keine Sehenswürdigkeit. Ein Aussichtspunkt ist da oben. Den holen wir uns natürlich auch gerade mal, wenn wir schon hier sind. Vorsicht, da sind eine Menge Harpien im Weg. Und das sind keine sehr angenehmen Gegner. Sowohl die Fern- als auch die Nahkämpfer und... Ich habe zu spät ausgewichen. Oder besser gesagt, gar nicht ausgewichen. Sagen wir doch, wie es ist. Da habe ich mich ein wenig
wenig zu wenig konzentriert. Das ist ja auch immer so ein kleines Problemchen von mir durchaus mal, dass ich mich nicht so richtig konzentriere, dass ich zu viel labere und dann anderes vernachlässige oder auch umgekehrt. Na gut, wie gesagt, ich nicht so der Multitasking-Experte, da kann das schon mal schnell passieren. Aber hey, das ist jetzt nach 150 Folgen und mehr, ja doch, den meisten, die hier regelmäßig zugucken, doch so ziemlich klar. Und wenn es nicht verscheucht hat, der wird sich auch weiterhin nicht daran stören. Oh, hübsch. Ein kleiner Forst eben von jenen Harpien. Die haben es sich hier gemütlich gemacht. Und wenn man sie nicht stört, sind sie eigentlich auch gar nicht so schlimm. Naja gut, sie gehen schon auf Raubzüge. Wir haben vorhin auch beim Hof einige von ihnen gesehen, die sich an den Tieren, die da sind, vergriffen haben. Das ist natürlich alles andere als nett. Ja, das kann man nicht so richtig gutheißen. Aber gut. Wir gehen mal weiter, denn hier oben sind weitere Erze. Eine reichhaltige Kupferader. Ja gut, damit ist unsere tägliche aber auch schon so gut wie erledigt. Zumindest der erste Teil. Man braucht ja 3 Erfolge. Und das wäre heute der erste, den ich mache. Danach muss ich mal noch gucken, was ich noch so erledige. Ja, werde ich dann wohl im Verlauf des Tages noch ein bisschen Guild Wars spielen. Da habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Und hey, täglicher Bergarbeiter von Kryter erledigt. Die Belohnungstruhe gibt es gleich wie folgt. Und ja, das Übliche dabei. Ein resonierender Span. Die passen, glaube ich, gar nicht mehr in mein Lager hinein. Nein, aber die Erze dafür, die müssten da reinpassen. Genau. Und die EP lösen wir natürlich gleich ein. Ja, wie gesagt, wir müssen so langsam 80 werden. Ja, es wird Zeit. Ich brauche ja schon lange genug dafür. Da müssen wir nicht noch extra viel Zeit für erübrigen. Ah, gut. Und andererseits, dann ist das Let's Play vorbei. Das stimmt mich doch schon ein wenig wehmütig, dass das jetzt wirklich schon geschafft ist. Und ja, doch andererseits auch etwas stolz. Weil hey, dann ist es immerhin geschafft. Ne? Das muss man ja auch mal lobpreisen, wenn man das so sagen kann. So, ich bin jetzt ein wenig unentschlossen, ob ich nach oben soll in das erste Startgebiet der Menschen, wo halt die ganzen kleinen Quests sind zum Einführen und so. Oder hier nach unten, wo wir auch noch hin müssen. In beiden Fällen müssen wir dann wieder ein Weilchen laufen, bis wir am anderen Ort sind. Ja gut, ich bin jetzt schon hier oben. Ich denke, ich werde mal gleich hier durchgehen. Und, genau. Ins Startgebiet der Menschen gehen. Ja, wo die ersten paar Quests sind. Ihr erinnert euch noch, wie das bei uns war. Wir hatten ja das Silvari-Startgebiet. Da hatten wir auch so einen kleinen, eher geschützten Bereich, wo die Anfänger in Guild Wars 2 noch nicht allzu viel zu befürchten hatten. So, hier war doch noch irgendwo ein Erz. Genau da. Mal gucken, ob ich dem Ettin entgehen kann, aber ich befürchte es nicht. Ha, von wegen. Sehr gut klappt das hier. Die hauen alle mehr oder weniger daneben. Uah. Oder auch nicht. Ich glaube, hier muss ich sowieso noch genau einen Heldenpunkten einsammeln. Sprich, ich muss eh gegen die Ettins kämpfen. So ungern ich das auch tue, die sind nämlich echt unangenehm und als Veteranen noch viel unangenehmer. Na gut, aber na gut, zu schaffen wird das schon sein. Au, was soll das denn? Er hat mich niedergeschmettert. Ich stand doch hinter ihm, aber bei einigen Angriffen nützt das, glaube ich, eben auch nichts, was die Ettins angeht. Da haben ihre Keulen einen Rundumschlag. Na gut, aber geklappt hat es dennoch. Naja, wie gesagt, das Gebiet hier natürlich im Level deutlich niedriger als wir selber. Deswegen kein Problem für uns. Grüner Schlamm läuft über den Rand des Krugs. Ein strenger Geruch füllt eure Nase und verursacht ein Gefühl des Schwindels. Lecker. Richtig lecker. Naja gut, wir müssen trotzdem was von dem Schlamm nehmen. Und sagt bloß, ich muss das jetzt essen. Das ist doch nicht euer Ernst. Der Gestank ist kaum auszuhalten. Ein Schluck und ihr wisst, warum Erd immer so grün und zornig ist. Warum tut ihr mir das an? Ach, Inanet, warum tut ihr das? Warum zwingt ihr mich zu sowas? Naja, gut. Einfach Augen zu, Nasen zu und durch. Und dann haben wir einen Heldenpunkt mehr und sind grün. Jetzt sehe ich schon wieder aus wie eine Pflanze, wie eine billige Topfpflanze. Das darf doch wohl nicht sein. Ah, naja, gut. Ignorieren wir das und gehen einfach weiter. Hier sind noch jede Menge anderer Ettins. Wenn man sich als Anfänger hier verehrt, da wacht man auch ganz schön auf, denke ich mir mal. Na gut. Ist ja in unserem Fall nicht das Problem. Oh, da ist ein anderer Spieler.
Hallöchen, der kommt aber ganz gut mit den Addins klar, so wie es aussieht. Wir sind in die andere Richtung unterwegs. Ja, wir gehen mal hier lang, wo. Oh, guck mal, ein Kaninchen, Ich wo frage sich mich, eben was du willst. jenes Startgebiet der Menschen verbirgt. Die Felder von Shimor. Shimor, ich glaube, man spricht so aus. Und das dazugehörige Dorf Shimor sind hier das Anfangsgebiet der Menschen. Ja, da waren wir jetzt auch schon ein wenig in der Nähe. Die Festung haben wir ja auch schon betreten. Na gut, was haben wir denn hier zu tun? Vor uns zumindest ist ja schon mal eine Sehenswürdigkeit. Da können wir doch schon mal runtergleiten, würde ich sagen. Und mal gucken, was sich hier an Quests verbergen. Genau. Jede Menge Herzquests dürfte es hier geben. Nämlich durchsucht das Unterholz und nach vermissten Moas besiegt Banditen und beschafft Nahrungsmittel aus der aus dem Banditenwinkel Höhle wieder. Okay, können wir tun. Scheint hier eine kleine Moa-Zucht zu sein. Wie wir festgestellt haben, ist in Kryta der Moa ein ganz beliebtes Haustier, so wie es aussieht. Und wir sollen hier jetzt also einen Banditen besiegen, alles klar. Können wir natürlich tun. Da fällt mir ein, hier drin ist irgendwo noch ein Aussichtspunkt. Das ist natürlich gerade ideal, wenn wir den mit der Quest verknüpfen können und uns durch die ganzen Banditen durchprügeln. Das werden wir jetzt, denke ich, auch gleich mal tun. Vielleicht noch den Busch hier ein wenig aufrütteln, mal sehen, was rauskommt. Ein weiterer Bandit. Ja, wie könnte es denn hier auch sonst anders sein? Aber es geht hier ganz schön voran mit der Quest. Da werden wir wohl das meiste schon längst erledigt haben, bis wir bei dem Aussichtspunkt angekommen sind. Und ja, es ist ein leichtes, diese Banditen zu erledigen. Sie sind erst Stufe 5. Das Ganze also nicht so ganz fair, ja, aber meine Güte. Einen kleinen Vorteil zu verschaffen, ist ja auch mal ganz hübsch. So, gut, weiter geht's. Die armen Banditen wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Wir hauen nur ein paar Mal mit dem Schwert drauf und das war's dann für die armen Kerle auch schon wieder. Ich würde sagen, das Futter können wir hier lassen. Es wird reichen mit den Banditen, die wir unterwegs erledigen, denke ich mal. Und ansonsten können wir danach immer noch einiges machen. Das ist also alles kein Problem. So, da hinten sehen wir den Aussichtspunkt auch bereits. Ich glaube, was anderes gibt es hier in der Höhle gar nicht. Oder täusche ich mich? Nein, nein, das ist nur dieser Aussichtspunkt. Mehr ist da nicht. Da werden wir uns also mal danach orientieren. Ich weiß auch schon so ziemlich genau, wo ich da hingehen muss. Ja, da dürften wir das relativ schnell finden und erledigt haben. Warte auf mich. Oh, Banditenleutnant, ein Veterane. Okay, das war früher auch ein Champion. Aber da bin ich ganz froh drum. Gegen einen Champion hätte ich doch einiges mehr an Mühe. Aber gut, ich glaube, auch ein Champion könnten wir eventuell sogar schaffen. Sind ja mittlerweile eine ganz starke Wiedergängerin. Schon beinahe Max-Level. Da müssen wir uns nicht so vor allem verstecken. Vor einigen, keine Frage. Aber nicht vor allem. So, ein Banditenkanonenturm. Der muss natürlich auch weg. Oh, der bringt aber auch gar nichts. Naja, nicht so schlimm, nicht so schlimm. Wie gesagt, wir haben die Quest eh schon fast komplett erledigt. Da fehlt gar nicht mehr so viel. Oh! Was habe ich denn da gefunden? Nebelwächter Schulterschutz. Ah, für die Sammlung habe ich da was gefunden. Sehr schön. Ist natürlich super. Puh, das sind aber viele Banditen hier. Und da ist auch ein anderer Spieler, der uns da wohl gerne helfen möchte. Bei dem Event hier, da ist ja, wie gesagt, dieser Veterane. Den können wir jetzt gleich mal zusammen erledigen. Kleiner Asura. Der dürfte kein Problem werden. Als Veterane ist der alles andere als schwierig. Und mit dem Level sowieso. Ah, na bitte. Da geht der down. Kein Ding. Kein Ding für uns beide. So, jetzt noch kurz den Aussichtspunkt ansehen, wo wir die Höhle hier etwas genauer unter die Lupe nehmen können. Ja, scheint auch eine Art Gefängnis zu sein, der Banditen hier. Nicht sehr beruhigend, nicht sehr beruhigend. Aber gut, die Gefahr haben wir ja scheinbar mehr oder weniger gebannt. Der Anführer ist tot. So, dann kämpfen wir uns mal wieder hier heraus. Draußen gibt es ja noch jede Menge zu tun. Wir sehen hier auch schon wieder eine Sehenswürdigkeit. Ein weiterer Aussichtspunkt, Wegmarken und so weiter. Da ist noch sehr viel zu tun. Werden wir in der Folge also wieder gut vorankommen, denke ich mal.
und können auch die Karte, den Kartenabschluss, mal ein wenig vorantreiben. Ja, der zieht sich ja doch ein wenig hin. Ich habe auch die letzte Session wirklich nur 30% geschafft der Karte. Das muss man sich mal vorstellen. 30% ja nicht gerade wirklich viel. So, ich frage mich auch, ob die Quest hier noch gilt und ob es hier einen Ausgang gibt. Weil dann könnte ich hier gleich weitermachen. Das wäre an und für sich gar nicht mal so schlecht. Aber ich befürchte, wir werden hier nicht mehr genug Banditen haben, um die Quest noch erledigen zu können. Aber wir versuchen es einfach mal. Ansonsten gehen wir eben nochmal zurück und machen die Quest zu Ende. Na, einen Banditen bräuchte ich vielleicht noch. Ah, so ein Pech. So ein Pech. So knapp war das doch. Na gut, haben wir denn hier noch irgendwas, was ich erledigen könnte? Ein kleiner Bandit und das reicht dann auch schon. Da vorne ist doch einer. Das sehe ich doch ganz genau. So schlecht meine Augen auch sind, aber das sehe ich dann doch noch. Jawohl, den erledigen wir noch. Und sehr schön, dann kann ich ja meinen ursprünglichen Plan weiter nachgehen. Ja, wir können ja auch noch das Briefchen lesen. Frieden und Harmonie. Wenn Sie Feinde haben wie euch, Ariana Nathalene, werden es sich diese Banditen gut überlegen, bevor sie unsere Moas nochmal behelligen. Was? Vielleicht kommen meine lieber Miep und ich jetzt endlich ein bisschen zur Ruhe. Okay, danke, dass ihr denen gezeigt habt, dass wir doch nicht so ein leichtes Ziel sind. Cassie, glaube ich nur. Aber gut, man scheint uns zumindest hier dankbar zu sein, dass wir in der Höhle etwas aufgeräumt haben. Ja, gut, sehr schön. Dann versuche ich jetzt mal hier einen Ausgang zu finden aus dieser Banditenhöhle, damit wir hier dann auch gleich weitermachen können. Oh, wo sind wir jetzt hier? Scheint eine Art Keller von einem Gebäude zu sein. Ja, Tatsache. Ein Gebäude, sehr schön. Wo geht es denn hier lang? Ach so, hier können wir gleich raus. Sehr praktisch, sehr gut. Und hier sind wir auch bei diesem Wasserwerk. Es ist, glaube ich, ein Wasserwerk, das auch regelmäßig von Banditen angegriffen wird. Zurzeit scheint es hier aber sehr ruhig zu sein. Auch gut, auch gut. Soll mir recht sein, so können wir die Sehenswürdigkeit und den Aussichtspunkt in Ruhe erhaschen. Ah, dann geht es dann gleich weiter. Ich werde, denke ich, auch gleich mal Richtung des Speers hier gehen. Da ist ja auch noch eine Sehenswürdigkeit und vor allem eine Wegmarke. Und dann sehen wir auch gleich mal alle Herzquesten, die es hier in der Region noch gibt. Das ist eigentlich sehr praktisch so. Gut, da sind wir auch schon beinahe. Mitten auf dem Rohr befindet sich dieser Aussichtspunkt. Voilà, da sind wir auch schon. Und sehen es uns auch an. Es ist ja scheinbar momentan tiefste Nacht. Also friedlich und alles schläft, bis auf ein paar Banditen, die es nicht lassen können, jede Menge Schabernack zu treiben. Aber so sieht das doch schon sehr schön aus. Das Wasserwerk mitten in der Übersicht. Gut, in welche Richtung muss ich denn jetzt da? Ich denke, ich hole mir zuerst die Wegmarke. Die liegt hier diesen Weg entlang. Da schweben wir mal hin. Mitten auf den Weg, soweit es geht, damit ich nicht laufen muss. Ja, gut, aber mit Laufen bin ich, glaube ich, etwa gleich schnell unterwegs wie mit dem Gleiten. Macht also keinen großen Unterschied. Selbst ohne Laufbuff bin ich gleich schnell. Ich habe ja auch noch nicht das schnelle Gleiten, nach wie vor nicht. Ich müsste das echt mal machen. Aber das können wir ja dann auch machen, wenn wir auch mit ihr hier, mit dem Let's Play-Charakter, in den Makuma-Dschungel kommen. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr so weit weg von der Story her. Na gut, wobei eigentlich schon, doch eigentlich, es gibt noch einiges zu tun, bis wir dann wirklich in den Makuma-Dschungel kommen. Da ist ja noch eine ganze Story, ein ganzes Story-Kapitel, das wir machen müssen. Ja, es gibt noch jede Menge zu tun, keine Sorge. Wir werden auf dem Kanal hier noch eine Menge Guild Wars erhaschen können, bevor sich die Story auch dem Ende naht. Und selbst dann werde ich mir wohl noch so einiges einfallen lassen, um hier noch mehr Guild Wars euch zeigen zu können. Denn das Spiel begeistert mich ja immer wieder. Finde ich ja immer wieder sehr schön und sehr super gemacht. Ja. Wirklich ein sehr großartiges Spiel. So, der Speer ist da immer noch und er will angequatscht werden. Werden wir auch so gleich tun. Du wirst unsere Aufmerksamkeit bekommen. Keine Sorge, keine Sorge. Die Felder hinter Shaymor sind Kryters Kornkammer. Seit dem Zentaurenangriff versuchen die Bewohner, ihr Leben wieder aufzubauen.
Doch mit den Banditen und wilden Tieren dort ist das nicht leicht. Wartet nicht auf eine schriftliche Einladung. Geht und helft ihnen. Alles klar. Ja, das können wir gerne machen. Ist kein Problem. Wir profitieren ja durchaus auch davon. Eine Herzquest haben wir jetzt davon schon erledigt. Dies ist eine sehr schön, sehr schön. Wegmarken erscheinen. Ja, ja, ich weiß, was eine Wegmarke ist. Ihr seht sie auch auf der Weltkarte, die ihr durch Drücken von M aufrufen könnt. Drücken von M, sehr stimmungsvoll. Um die Weltkarte zu schließen. Um zu einer Wegmarke zu teleportieren, öffnet eure Weltkarte und klickt auf die gewünschte Wegmarke. Ja, schön, schön. Sehr faktisch erklärt. Aber wie will man das auch anders, damit es auch jeder versteht? Gut, gut, natürlich, wie gesagt, auch dies, der erste Speer, den man als Mensch anspricht. Deswegen die Erklärung zur Wegmarke. Aber wir wissen das natürlich schon längst. Schon als wir ein kleiner Silvari waren und aus dem Traum erwacht sind, hat man auch uns das erklärt, wie das mit den Wegmarken funktioniert. Wir laufen also erstmal zurück und werden uns dann gleich mal den ganzen Quests hier widmen, den Herzquesten, die es hier gibt. Ah, auch das gehört natürlich dazu. Auch wenn es einfach und leicht ist, will man natürlich auch die Startgebiete der anderen Rassen erkunden. Und ja, kann mal wieder ein wenig entspannen, denn hier ist wirklich alles andere als eine große Schwierigkeit vorhanden. Aber wie wir sehen, sind auch hier andere Spieler, die durchaus schon 80 oder zumindest in der Nähe von 80 sind. Gut, was können wir denn hier machen? Helft dabei, ach so, helft Dia dabei, sich um den Mais zu kümmern, Wurmhügel einzuebnen, das Vieh zu unterhalten und die Felder zu verteidigen. Alles klar. Auch eine ziemlich einfache Anweisung. Ah, hier ist zum Beispiel so ein Wurmhügel. Genau. Da können wir mal ein wenig drauf rumstampfen. Und wow, ein Wurm kommt daraus hervor. Ja, der auch schon mit einem Schlag tot ist. Sehr schön. Oh, wir können auch Mais pflegen. Alles klar. Machen wir das doch mal. Das sind dann wohl die besagten Maisfelder. Alles klar, alles klar. Das bringt ja auch schon wieder einiges an Fortschritt bei der Quest. Sehr gut. Und da sehen sie doch auch schon viel besser aus, die netten Maispflanzen. Ja, ja, meine Brüder, ich kümmere mich um euch. Da sind noch mehr. Schön, schön. Pflegen wir mal den ganzen Mais. Das ist jetzt nicht gerade das Spannendste. Aber ich glaube, es geht so ganz gut und schnell voran. Das ist also ganz praktisch so. Dann können wir für den Rest noch Würmer erledigen oder was dergleichen. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, das machen wir erst das nächste Mal. Ja, in der nächsten Folge. Diese hier ist wieder lang genug. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.